Das sieht schon mal ganz gut aus. Der hier ist sinnlos, weil er unter Wasser ist, aber mal gucken. Hier könnte noch einer hin. Da müsste sogar noch einer hin. Und hier, ich müsste hier unten halt viele Spikes bauen eigentlich, ne? Ich glaube, hier bräuchte ich wirklich ein paar Spikes, aber so, dass die nicht oben drüber gehen. Sondern hier unten drunter bleiben. Wow, einer ist hier noch. Geil. Hat sich gelohnt. Da müssen wir mal gucken. So, okay. Ich würde gern gleich nochmal probieren, in die andere Höhle zu gehen. Und dann mal gucken, was passiert. Was macht das eigentlich? Nichts. Okay. Achso, das ist nur... Ah, ich dachte gerade, da liegt wieder einer. Okay. Ich glaube, wir haben genug Steine. Hör mal. Du, sag mal. Mach doch einfach mal Pause. Gönn dir einfach mal. Gönn dir aber mal ein bisschen Ruhe. Du hast genug getan. Für den Rest deines Lebens. Oh, wie er die Sonne genießt einfach, ne? Ist aber ein Traum. Da kann man neidisch werden. So, ich speichere nochmal ganz kurz eben zwischendurch. Bupp. Wir müssen essen. Wir müssen, ja, trinken nicht unbedingt. Aber essen wäre ganz gut. Und ich habe, glaube ich, noch... Habe ich das Reh? Das Reh ist schon vergammelt. Schade. Ich hätte es direkt aufhängen sollen. War mein Fehler. Wir haben endlich mal leckeres Rehfleisch. Mein Fisch schmeckt nach Kaffee. So. Lecker. Lecker, lecker. Lecker, lecker. So. Können wir vielleicht die schon mal reinpacken? Einfach nur vorsichtshalber, damit die nicht despawnen. Okay, der hier ist voll. Ist der voll? Oder ich glaube, ich habe keine mehr, ne? Wir gucken gleich mal. Kann ich Calvin auch einsammeln? So, warte, warte, warte. Ja, der ist nicht voll. Jetzt ist er voll, glaube ich. Haben wir noch Steine? Nee. Aber ich glaube, der ist eh voll. Stickies sollten wir eigentlich auch noch... Wir sollten ihn Stickies sammeln lassen da draußen. Und dann können wir die theoretisch hier wieder auffüllen. Die Taste C zum Droppen ist aber ehrlich gesagt nicht sehr optimal. Wenn das die Taste zum Abbauen ist. So, nehme ich trotzdem mal mit hier. Ja. Calvin. Hol doch mal Stöcke und Behälter füllen. Das wird nichts. Das wird einfach nichts. Das kann nichts werden. Das wird furchtbar schief gehen. Das ist ein soziales Experiment. Oh, darüber haben wir Besuch. Hier auch? Nee, ne? Okay, vielleicht hier nochmal kurz dran bauen oder wollen wir das erstmal lassen? Ich bin unsicher. Also die NPCs können übrigens über Spikes gehen, ne? Also wenn wir hier zum Beispiel Spikes hinmachen und dann den Weg drüber bauen, müssen wir nur wegen uns aufpassen. Und die NPCs würden quasi immer versuchen, hier lang zu laufen, glaube ich, um in unsere Base zu kommen. Theoretisch. In der Theorie. In der Praxis ist die KI experimentierfreudig. So. Shit. Warte mal. Nein. Mann. So. Ich mach mal ganz kurz
Ich mach mal ganz kurz. Scheint mir irgendwie sicherer zu sein gerade. Frag bitte nicht. Es scheint mir eine vernünftige Entscheidung zu sein. Höre ich da jemanden? Hallo? Besuch? Yo, ich freue mich über Besuch. Hallo? Ich mache das Dach gerade. Wollen Sie gucken? Ich kann eine helfende Hand gebrauchen. Kostenlogie ist gratis. Die Nachbarn hier sind super friendly. Das ist sehr lieb. Also die kommen hier wieder raus. Ich mache die jetzt gerade nur als, naja, ihr wisst ja wahrscheinlich, warum ich die reinmache. Ich habe keinen Bock mehr auf fliegende Baumstämme. Ich lasse ihn jetzt auch mal hocken. Mit mir geht's bergauf, Leute. Ich spüre es deutlich, mit mir geht's bergauf. Hab ein sehr gutes Gefühl. Ja. Jo, wird jetzt abgefangen. Und der direkt despawnt, ne? Hä? Und da hinten kommt jetzt ein Baumstamm den Wasserfall runter? Warum? Wo kommt der auf einmal her? De. So. Rutschi rutsch und dann würde ich sagen, ein bisschen noch am Dach. Bisschen noch. Ich würde sie auch gerne weiterkriegen. Oh, da liegen überall noch Baumstämme rum. Was ist denn hier passiert? So. Guck mal, dieser mickrige Baumstamm hier, der, ganz ehrlich, der ist viel zu unterernährt. Der überlebt doch eh nicht in der freien Wildbahn. Schnell weg damit. Wir tun ihm einen Gefallen damit. So, jemand zu Besuch hier? Nein? Sehr gut. So. So, und der kommt dahin. Prima. Und ich würde sagen, den können wir auch noch mitnehmen. Der sieht ganz schön aus hier. Das ist so ein 500-Jahre-Baum. Den kann man mitnehmen. Warum auch nicht? 500 Jahre. Nein, falsche Richtung. Oh no. Ich war wieder zu gierig. So, 500 Jahre sind ja auch genug. Das hält's ja im Kopf nicht aus. So, da ist wieder was los. Ich höre schon wieder Planschen. So, flup, 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 flup. So, de. Okay, wen haben wir denn hier? Da ist er ja. Komm mal mit. Nimmst du mal die Rutsche. So. Dann hier ein bisschen. Und dann hier noch ein bisschen. So. Und so. Kriegen wir alles wunderbar gewuppt. Yeah. So. Bin ich froh, dass wir die Seilrutsche haben. Bin ich froh, dass wir die Seilrutsche haben. Junge, 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 Junge. So, flupp. Durch da und rein da. Hier, ja, hier ist man.
der Baum, der falsch gefallen ist. So. Den lassen wir trotzdem nicht verkommen, den nehmen wir mit. Wo war denn jetzt hier der Rest? Hallo? Hallo? Warum der falsch gefallen? Da unten ist ein Stück. Oh. So. Dann vielleicht nochmal drüben gucken, ob einer hier drüber gefallen ist. Ich weiß, unten ist noch ein Baumstamm. Ein Stämmsche. Hier ist ein... Ja, hier ist fast nichts. Den nehmen wir auch noch mit. Warte mal. Halt! Weide ich gerade noch einer? Ich sehe, was ich sehen will. Au! Was? Warum? Hä? Manchmal verstehe ich es nicht. Ich hinterfrage es aber auch schon lange nicht mehr. Ich habe einfach aufgehört. Irgendwann akzeptierst du einfach, dass du manchmal auf die Fresse kriegst. Hier ist noch einer. So. Es müsste sehr bald wieder Winter sein, ne? Oh, da unten hängen auch noch welche fest. Oh, shit, die habe ich vergessen. Willst du mich verarschen? Was? Als ob? Oh, shit, ich hänge selber den Spikes fest. Als ob? Das ist doch wohl ein Witz. Was ist denn das für ein komisches Spawn-System hier? Die sollen natürlich vorbeikommen, aber doch nicht da oben. Da oben will die doch keiner haben. Oh, das war sehr schön hier. Sehr, sehr idyllisch. Ah, das ist doch einfach, das ist doch... Ah, das ist doch ein Hohn. Die spawnen nicht im Haus, sondern auf dem Haus jetzt? Early Access. Early Access. Mach gerne mal Stress. Das ist Early Access. Oh nein. Ja, und Dummheit. Early Access und Dummheit. Oh nein, das ist zu viel des Guten. Ja. Eine Seilkanone, mit der man Mutanten abschießen kann. Mit Baumstämmen. Das wäre so lustig. So, warte, 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 warte. Einfach drei rote oben auf dem Haus. Und stell mir vor, ich hätte Strukturschaden an. Das wäre so der... Nee, du kommst jetzt mal mit. Das wäre so der Mega-Abfuck, ne? Oh, ich wäre so salzig. Ich wäre so salzig. Puh, wäre ich salzig. So. War das gerade? Das war ein Bambi, ne? Das war ein Bambi. So. Ja, ich würde sagen, wir machen das ganze Wohnhaus voller Spikes. Das ist eine gute Idee. So mag man die Wohnhäuser am liebsten. Überall Spikes rein. Seufz. Seufz. So. Was passiert, wenn ich zurückfahre? Sind die noch da? Jetzt sind die unten. Und oben. Und überall. Alter, wie viele einfach, ne? Was ist denn das? Der Tabaktreff oder was? Hey, Calvin.
Ich glaube, die reden gerade über Politik. Da ist noch einer. Also wir haben drei rote und einen mit einer Keule. Ich finde das sehr überschaubar. Das ist sehr gut. Und ich habe ein bisschen Damage von Spikes. Tschüss. Was ist denn das? Auf die Eier, mein Freund. Ja, es wird langsam ein bisschen spitzt sich zu, die Lage. Was mit dem? Als ob. Okay, der ist jetzt auch da. Aber der kann gleich in die Spikes laufen eventuell, ne? Müssen wir mal gucken. Das war knapp. Und jetzt du? Meine Gesundheit ist nicht gerade zum Besten. Ja, was ist denn jetzt? Hä, ist mir doch egal, ist dein Kumpel. Willst du mir damit drohen? Das ist dein Kumpel, nicht meiner. Da drin läuft noch einer. Und da oben sind auch noch welche, glaube ich, ne? Ja, was ist denn hier? Oh, Alter, die schlafen halt immer ein, ne? Die schlafen immer ein. Dann mach halt irgendwas. Also mich nicht umbringen oder so, aber irgendwas. Die stehen immer. So. Ich mach Rückenkraulen gerade. Bisschen auf dem Rücken schwimmen. Ich hab Wasser im Auge. Oh, Leichenwasser. Oh, puh. So, nicht in die Spikes rein. Ah, ist das schön. Und du so? Du Huso? Wird langsam natürlich wieder dunkel, klar. Ist das ein Balken? Nee. Okay. Ich schwimme mal kurz hier rüber. Ich guck mal, was oben los ist. Hätten wir den Weg nicht erweitern sollen, eventuell? Aber doch, das war die richtige Entscheidung. Da drüben ist ein Bambi. Was denn? Ach, das ist er jetzt. Aber die Roten sind weg. Nee, die, da ist noch ein Roter. Okay. Was? Ach, da unten. Ja, also das mit den Gegner-Spawns ist so eine Sache. Das mit den Gegner-Spawns ist wirklich so eine Sache. Boah, ist das lame. Wo war die Schnur? Ich mach mal Folgendes. Das hat doch alles gar keinen Wert mehr da drüben. Ich mach mal Folgendes. Wir tapen uns immer was zurecht. Hoffentlich kommt hier jetzt keiner. Tap, tap, tap.
So. Habe ich noch einen Stick? Ich habe keinen Stick mehr. Da liegt ja zum Glück einer. So. Wir machen uns dafür mal ein Baumhaus irgendwo, dass wir einfach wegsliden können und dann, dann ist gut. Bitte kein Plöng. Gut. Oh, Alter, ist... Ach, es ist Schnee. Ich wollte gerade sagen, boah, Alter, ist das hell. Ja, Winter. Ich meine, oh Gott, Winter. So, wie sieht's aus? Alle weg? Ja, zum Glück. Die haben uns ja... Ah, naja, fast alle weg. Naja, aber das ist okay. Damit können wir leben, was immer die hier gemacht haben. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich werden ein paar Baumstämme unten sein. So. Flupp. Hier den Rand müssen wir auch noch dicht machen. Hier so und hier so. Und dann kommt bald der spannende Teil. Also spannend in Anführungszeichen. Wir müssen gucken, wie wir das Dach weiter nach oben kriegen. Das wird nochmal eine Herausforderung. So. Plöpp. Plöpp. Und plöpp. So. Oh, schön. Guck mal, hier bleibt schon trocken. Der Rest leider nicht. Aber naja, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir alles schon hin. So. Dir ist kalt und du bist nass. Dir ist kalt und du bist nass. Alter, ernsthaft? The first day of winter. La 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 la. La 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 la. Der Weihnachtsmann ist da. Dashing through the snow. In a one-horse open sleigh. Letzte Leichen flow. Schädel on the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Gib mir deine Schädel her. Ah, shit. Der ist durchgekommen. Aber ist egal, glaube ich, ne? Die hauen halt alle ab. Das ist kacke. Wenn die abhauen, habe ich keine Schädel. Da hinten quält sich jemand. Das ist Balsam für meine Augen. Geht das? Entschuldigung. Direkt ein Pärchen. Sweet, sweet, sweet. Tut sweet. Na, der hat Spaß. Oh, das Feuer ist aus. Warte mal bitte kurz. Bitte nicht vollbluten. Oh, das ist doch jetzt nicht. Das ist doch nicht dein Ernst. Hör doch mal auf, hier mein Interieur voll zu bluten. Ganz ehrlich. Schädel collected. Oh, da war noch einer. So, warte. Da müssen noch ein paar Blätter rein. Und vor allen Dingen hier schneit es, glaube ich, auch. Schneit es hier rein? Irgendwie ja, ne? So, warte. Man weiß, dass das lange hält, wenn man viele Blätter reinmacht. Die verbrennen nicht alle auf einmal, sondern chronologisch. Das ist super praktisch. Lebt er immer noch? Ah, ne. Prima. Oh, sehr gut. Ha. So, trinken und essen. Warte mal, der ist noch da, ne? Ja, super. Oh, guck mal. Es ist der erste Weihnachtsfeiertag und wir kriegen direkt Geschenke. Das ist so lieb.
Das ist einfach so lieb. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Oh. Guck mal, hier. Rein in die Knusperhöhle. So, dann trinke ich mal was. Wir pfeifen schon ein bisschen aus dem letzten Loch. Gutes Leichenwasser. Schmeckt nach rotem Klopso. Nam. Oh ja, ja, guter Song. Oh, Flammenbaum. Oh, Flammenbaum. Du kannst mir sehr gefallen. Du glühst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh, Flammenbaum, oh, Flammenbaum. Ah, ist so schön. Brauche ich nicht. Die Schädel kann ich aber mitnehmen hier, warte mal. Ja, den, der geht. Der geht. Und der aber nicht, ne? Wir sind, glaube ich, schon wieder voll. Mit der Schädels. Müssen wir mal gucken. Ah, hier weg. So. Wir haben noch Tücher, ne? Oh, wie schön rot das hier. Ist immer noch da. Ich sage, wir müssen unten unbedingt zumachen oder wir müssen das irgendwie dicht machen. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Hallo, hier drüben. Du alte Speckpraline. Ich darf den beleidigen, der ist virtuell. Speckpraline, Speckpraline, hey, du alte Speckpraline, komm rüber. Lass die Arschbacken rotieren, komm. Der ist virtuell, das tut ihm nicht weh. Außerdem ist das, der ist sehr böse. Er ist eine sehr böse Gestalt. Mach das jemand trotzdem, auch wenn Winter ist. Ist wahrscheinlich keine gute Idee. Aber seit wann bin ich für gute Ideen bekannt? 2-1 Risiko. So ein Vogel kommt sofort geflogen. So. Ach nö. Ach, der alte Pfeifenauge kommt auch schon wieder. Wäre jetzt ärgerlich, wenn der jetzt natürlich hier drüber latscht. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Da müssten wir ein bisschen aufpassen vielleicht. Rückwärtsgang. Piep, piep, piep. Weg damit. Das haben die wahrscheinlich runtergehauen, ne? Was mit dir falsch? Ist jetzt Wegweiser oder was? Willst du deinen Knusperkumpels? Sag mal, das ist doch wohl nicht wahr. Was ist denn? Die haben alles runtergetreten hier. Ich pack das mal hier hin, ne? Dann kommt dein Gestank hier nicht so reingeweht. Du Ekelhaften. Der riecht schon wieder nach Moschusschritt. Ja, alles gut, alles gut. Ich hoffe nur, der da unten kann uns hier nicht erwischen. Sag mal. Oh, der ist genau hier, glaube ich. Ich habe, glaube ich, gerade auf seinen Kopf getreten. Wir gucken mal. Brauchen wir Spikes im Fluss? Oh! Nein, das wollte ich gar nicht. Ups! Oh, Schumdi-Bumdi! Das ist alles... Ich habe das Gefühl, egal wie safe wir bauen, es bringt nicht so viel, wie ich dachte. So, geil, hier erstmal Federn. Die bringen uns richtig viel. Die sammle ich erstmal wieder. Geil. Sag mal. Ah, was ist hier nur los? Was ist hier nur los? Ich habe das Gefühl, dass alles hier ist eine Klapse. Eine große Klapse. Wo der Kollege ist, weiß ich auch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ist er jetzt auch hier oben gespawnt? Uah, ich komme gar nicht mehr rein. Daran habe ich nicht gedacht. Das ist kritisch.
Wie ist der reingekommen? Wie ist der reingekommen?